Geil, Alter, ich freue mich richtig, wenn ich schon sehe, wie Sascha da so am Ufer hockt. Okay, Leute, wir gehen in das nächste Video rein und zwar Teil 2 vom 24-Stunden-Jagdkommando-Survival-Training. Super geil, Alter. Teil 1 völlig eskaliert, mega. Ich freue mich sehr auf Teil 2. Kleiner Recap, was passiert ist. Ich bin sehr gespannt, wie er geschlafen hat, weil ich kann mir vorstellen, dass es recht kalt ist, ohne Schlafsack da in Österreich zu pennen im Wald. Ey, es ist einfach hier mitten in der Nacht, Freunde. Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Geräusche. Ich frage mich, was Knossi macht, der auch jetzt bald auf die Insel mitkommt. Ob der nicht gerade auf Mallorca richtig Gas gibt? Naja. Sascha! Wir sind deine Kniebeuge! Und eins! Und zwei! Und drei! Macht doch mal auf für Sascha Uwe! Das ist Knossis Vorbereitung. Das ist Urban Survival, was er da gerade macht. Vorbereitung Part 2. So, einen wunderschönen. Oh, was ist da los? Er hat hier noch ein Poncho drunter. Nimmt er ein Poncho mit als einen Gegenstand, Chat? Guten Morgen. Sonne geht gerade auf. Also, ich werde gerade von den ersten Sonnenstrahlen geweckt. Man sieht es sehr schön. Das Bett an sich war echt ein Traum, eigentlich. Also, ich müsste jetzt, wenn ich jetzt noch eine Nacht da penne. Interessant, die hat da so einen ganz normalen Ledergürtel. Okay. Auf alle Fälle wieder neue Reisig drauflegen und so. Aber ansonsten Bett eigentlich tipptopp. Für den Dschungel brauche ich auf alle Fälle mindestens genauso ein hohes Bett fürs Krokodil. Aber ich dachte mir schon in der Nacht echt oft so, wenn ich Geräusche gehört habe, die ich nicht kannte, so scheiße, was kommt jetzt daher? War schon einiges los. Es wurde kalt. Ich bin da auch mal in den Schlafsack rein. Ah, okay. Das, aber finde ich geil, dass er das auf jeden Fall kurz sagt und anspricht, weil das ist natürlich nicht der Dschungel. Und auch selbst wenn das da im Sommer ist in Österreich irgendwo im Wald, da wird es halt nachts frisch. Okay, also er hatte irgendwie noch einen Schlafsack dabei, wo er dann reingeschlüpft ist. Dann geht's. Wir haben noch so einen Schlafsack mitbekommen für den Fall der Fälle. Da bin ich dann in der Nacht rein, weil es wirklich hier noch so kalt wird in der Nacht. Das hat richtig gute Erfahrung zu sammeln. Nochmal zu schauen, ja, wie ist es wirklich, ja, dann draußen zu pennen. Allein zu sein, dass die ganzen Tiere da im Wald hörst und so. Da im Dschungel wirst du noch viel mehr Tiere hören, die man gar nicht kennt. Ist ja jetzt da schon so krass. Ja, jetzt aufstehen, Fischbär bauen. Ein paar Stunden haben wir noch, ein paar Infos können wir noch einsammeln. Also, gehen wir dann. Das ist so kalt, ne? Ja, Wahnsinn. Aber nochmal, warte mal, Kamaya Owen. Der Shelter an sich, eigentlich schon ganz geil, ne? Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, hat für mich, also erstmal die Grundidee vom Shelter, finde ich cool, gefällt mir. Aber hat für mich hier und da noch ein paar signifikante Nachteile, die ich aber vielleicht an der Stelle gar nicht erläutern möchte. Ich weiß nicht, was der Chat so sagt. Grundidee ist ganz cool, aber da so zwei, drei Sachen sage ich so, könnte zu extremen Schwierigkeiten führen. Mal schauen, aber ich will auch nicht zu viel Tipps geben. Vielleicht guckt Sascha hier rein und er soll seine eigenen Erfahrungen im Dschungel machen. Super Konstruktion. Je nach Wetterlage. Fischen-Theorie. So, und jetzt geht's ums Gewinnen von tierischem Eiweiß. So, das ist so der Fachausdruck. Also das steht jetzt an. Mit dem nächsten Experten darf ich jetzt hier sitzen. Vielen Dank. Gerne. Du warst ja schon immer am Start jetzt, aber jetzt kommen wir zu dem Fachgebiet Fischen. Was wir jetzt in den nächsten 2-3 Stunden mit dir machen werden, ist probieren, die in einen Crashkurs firm zu machen, damit du wenigstens eine Chance hast, im tropischen Umfeld, wo auch immer ihr dann seid, einen Fisch zu landen oder einen Fisch zu ergattern. Da haben wir mehrere Möglichkeiten, Sascha. Das eine wäre zum Beispiel in einer Falle, in einer Reuse, ob das mit künstlichen Hilfsmitteln gebaut ist oder ob du dann dort zum Flechten anfängst, ist dann dir überlassen. Ziel einer Reuse ist es, man muss drinnen immer einen Köder präsentieren. Das heißt, irgendein Nahrungsmittel muss da drinnen sein, dass da also ein natürlicher Köder, der den Fisch anlockt. Das sind zum Beispiel Würmer, kleine Krabben, Krebse, Maden, was auch immer. Den Fisch hier reinzulocken. Das System dahinter ist, dass er sich da warnt entlang orientiert, der riecht das. Unter Wasser ist die Sicht sehr eingeschränkt in Flussläufen. Geht im mittleren Loch halt natürlich in den Hauptraum der Reuse hinein, nascht dann an seinen Köder. Beim Herausschwimmen würde er sich wieder probieren, an der Wand zu orientieren, kommt aber dann immer in eine Ecke hin und kommt
in der Regel nicht mehr raus. Es ist jetzt nicht deine Nahrung. Prinzipiell halten sich kleine Fische, die ja zur Beute von größeren Fischen werden können, gerne dort auf, wo sie sich verstecken können. Mhm. Also wo Struktur im Wasser ist, wie Steine, Riffe in Mangroven. Das Mangroven sind von den Gezeiten stark beeinträchtigt. Aber wenn dann die Wellen so kommen, dass man das nicht davon schwimmt, Stein rein oder Richtung Meer raus so hinlegen? Eher parallel zur Uferkante. Okay. Und wenn ich dann einen kleinen Fisch habe? In einer richtigen Überlebenssituation hängt mein Überleben davon ab. Das Überleben ist halt oft grausam. Das ist purer Darwinismus, das Überleben. Dann muss man den lebend den Haken knapp unter der Rückenflosse durchziehen. Aber das erst dann machen, wenn ich einen Platz gefunden habe, wo ich meine Fischfall... Lebendköder, ne, ist in Deutschland verboten. Muss man dann ganz klar unterscheiden, ob man wirklich in einer absoluten Überlebenssituation geht. Ja. Ihr wisst, worauf ich hinaus will, ne? Alle unter Anführungszeichen auslegen kann. Ist in Österreich, Europa, in Österreich halt garantiert bei den meisten oder eigentlich ist verboten. Hier haben wir keine Überlebenssituation. Hier fischen wir nicht mit lebenden Köderfischen. Mhm. Hängt dein Überleben davon ab, Nahrung zu gewinnen, ist halt der lebende Köderfisch die bevorzugte Wahl. Mhm. Ja, wirklich, wenn so eine Situation eintritt, absolut. Wie kann man das jetzt aufbauen? Brauchst natürlich halt eben einen größeren Haken, um deinen Köderfisch, den du gefangen hast, aufzuziehen. Die große Frage ist halt, wenn sie das jetzt gerade da durchspielen, nimmt Sascha ein Angelkit mit? Was glaubt ihr? Sehr große Holzteil ist quasi dein Schwimmer, der auf der Wasseroberfläche schwimmt. Du kannst hier dann mit einem Abwickeln die Tiefe regulieren, wie weit unten dein Köderfisch herumschwimmen kann. Und dieses Teil auf der anderen Seite hängst du bei überhängenden Ästen zum Beispiel an. Mhm. Dann hast du eine super selbstfängige Angel gebaut. Wenn du für dieses System Angelhaken mitnehmen kannst, ein, zwei dieser Circle Hooks, dieser Kreisbogenhaken, dass ich unserer Erfahrung nach hier die Fische sehr gut selber haken. Hier geht die Hakenspitze zum Hakenschaft, während sie beim normalen J-Hook ja gerade nach oben gehen würde. Ah, okay. J-Hook muss man sehr oft halt selbst beim Angeln aktiv einen Anschlag setzen. Ah, okay. Einen Hieb hier. Und deswegen reicht es, wenn ich das... Genau, der schnappt den Fisch, schwimmt weg und durch den Zug hagelt er sich selber im Mundbereich. Die funktionieren sehr gut fürs Selbstfangen. Heftig. Mega Tipp. Und hier musst du einfach einen Mastwurf um einen großen Stein machen. Am Mastwurf ist ja das bekannt. Na? Leg zwei Schlaufe hintereinander legen. Legst du die eine Schleife, jetzt rechte Hand unter links, machst du noch mehr Schleife, jetzt das oben drüber, also wieder so eindrehen. Das ist eine super Fixierung, um irgendwas auf Zug zu fixieren und besser mehrere dieser Geräte auslegen wie nur eine. Und auch in Ufernähe, das kann bis zu ein paar Kilometer ins Landesinnere gehen, dass diese Flüsse, wenn es welche gibt auf dieser Insel oder Bäche, von den Gezeiten stark beeinflusst sind. Das heißt, du musst wirklich beobachten, wie ist der Wasserstand in diesem Flusslauf zur Ebbe und wie ist er zur Flut. Also wir haben das in Französisch-Guayana gehabt, dass selbst weit im Landesinneren bei großen Flüssen das noch stark von den Gezeiten beeinflusst war. Der Wasserstand sich um einen Meter oder mehr noch geändert hat bei großen Flüssen. Präsentierst du jetzt deinen Köder bei Flut und achtest nicht darauf, dass er genug Schnur hat, dass er auch bei Ebbe noch im Wasser ist, dann hängt er danach in der Luft. Mhm. Sichersten sind, wenn dort Flussläufe sind, einfach Süßwasserfische beim Verzehr, weil einfach im Meer die Tierwelt einfach kreativer war beim Entwickeln von Giften oder eben durch diese Ziguatera-Krankheit belastet sind mit irgendwelchen Krankheitserregern, die da einfach den Organismus schweren Schaden zufügen. Drückerfisch, Doktorfisch, Muränen und Barracudas muss man sich dann einfach anschauen, ja, wie die aussehen. Muss man dann anschauen, ja. Genauso wie Rot. Warte mal, waren das jetzt welche, die man nicht essen soll oder die man essen soll? Also Muräne wollte ich sowieso nicht essen, aber Drückerfische, ja. Feuerfische, da kommen in die Tropen vor, aber die sind sehr markant mit diesen die Stacheln. Zu den Seiten, der ist von sich aus giftig, genauso wie Kugelfische. Okay. Ja, das ist auch klar. Das war jetzt einmal das Fisch. Nicht essen, ne? Keine Drückerfische. Warte mal, was war das nochmal für welche? Muränen und einfach den Organismus schweren Schaden zufügen. Drückerfisch. Drückerfische, ja, kenne ich. Sind die mit dem Papageienschnabel, so ein bisschen rundförmig. Doktorfisch. Doktorfisch, warte mal, Doktorfisch, ist das nicht Nemo? Was war ein Doktorfisch? Muränen. Na gut, Muränen. Und Barracudas. Barracuda haben wir doch neulich gesehen, ich weiß nicht mehr, wie der aussieht. Das müssen wir dann einfach... Nee, Dori, okay, Dori, ja. Anschauen, ja, wie die aussehen. Müssen wir dann anschauen, ja. Genauso wie Rotfeuerfische, da kommen die Tropen vor, aber die sind sehr markant mit diesen Stacheln. Mhm.
zu den Seiten, der ist von sich aus giftig, genauso wie Kugelfische. Okay. Mhm. Er muss einfach nur gut durchbraten, glaube ich, oder? Dann kannst du da alles essen. Er meinte erkennen, Barodor kann man essen. Ja. Wo jetzt mal das Fisch. Stimmt, Nemo ist ein Clownfisch. Aber eine Möglichkeit, die es noch gibt, ist dieses Speerfischen. Und das wird der nächste Auftrag sein, Sascha, dass du dir einen Fischspeer bastelst. Wie schaut denn so ein Fischspeer aus? Boah, das ist schon das Premium. Oh, der ist aber stark. Weil. Oh, der ist geil gemacht. Mit diesen Widerhaken da, okay. Dir und uns. Der ist schon richtig geil geschnitzt. Mit diesen Widerhaken da dran. Ich überlege gerade, wie sie die... Warte mal, du spaltest auf, ist klar. Das lässt du da. Dann hast du dieses Dreieck. Das machst du ein bisschen spitzer. Okay. So. Und wie machst du die Widerhaken? Hast du das so? Zack, ja, kriege ich hin. Bauen wir, Chat. Vielleicht auch nicht. Es fehlt einfach die Fertigkeit, den Fisch nur mit einer Spitze zu penetrieren. Drum wählen wir heute den Fischspeer. Es kann passieren, dass ich jetzt bei einem Beutefisch, der sich in Ufernähe auffällt, dass du den penetrierst mit deinem Speer. Aber du hast auch die Chance, wenn du in die Nähe kommst, dass du den einfach fixierst am Boden. Das ist nichts anderes wie eine Querschnittsvergrößerung oben. Du hast mehr Fläche, wo du die Möglichkeit hast, den Fisch zu erwischen. Sprich, bessere Chancen. Größere Chancen. Naturvölker, der braucht nur einen. Sowas kann man aber nicht mit einer Machete schnitzen. Da hat sich wieder ein Backseat-Survivor verirrt. Chat, was machen wir jetzt? Naja, komm. Lass es. Speer. Das müssen nicht immer Naturvölker sein, aber wenn einer immer am Strand oder im seichten Fließgewässern fischt, dann kommt der, wenn er das Verklein aufmacht, mit einem zurecht. Der braucht keine Querschnittsvergrößerung, aber für uns ist wichtig, dass wir den Fisch irgendwie fixieren können. Zack! Genau. Nein, so Leute bann ich doch nicht, Leute. Das war doch auch nur Spaß. Zack! Das funktioniert aber nur maximal bis Schienbeinhöhe vielleicht, weil du einfach für das zu langsam sein wirst. Weil meistens sind halt Fische, die halt nicht flüchten, sind selbstbewusst. Und warum sind die selbstbewusst? Sind sie ungenießbar oder ist es ein großer Räuber? Oder vielleicht halt noch nie mit einem Menschen Kontakt gehabt, kann natürlich auch sein. Aber wenn du jetzt da im knietiefen Wasser stehst, oder besser gesagt bis zur Schienbeinhöhe, dann, und das funktioniert auch gut in Fließgewässern, ist halt wichtig, wenn du den Fisch fixiert hast und getroffen hast, jetzt zappelt er da, und du freust dich, jetzt sagst ja hurra, und hebst den in die Höhe, Nee. Dann macht er zwei, drei Schritte und ist wieder fort. Musst reingreifen. Du musst den auf dem Boden fixiert halten, greifst dann runter, dem Schaft entlang, fährst ihn dann hinter den Kiemen hinein und hebst ihn heraus. Am besten noch mit dem Speer heraus, an Land gehen und dort erst weitere Maßnahmen setzen. Nimmst du... Ey, ich feier auch diese, immer diese Wortwahl von Leuten, die beim Militär arbeiten. Einfach, was hat er gesagt? Weitere Maßnahmen ergreifen. Das würde kein Mensch sagt sowas. Weitere Maßnahmen setzen. Setzen hat er so gesagt. Jeder würde sagen, ja, du bringst ihn irgendwie an Land und dann, keine Ahnung, tötest du ihn oder betäubst ihn. Aber einfach so dieses pure, emotionslose, quasi nicht übermotiviert, nicht positiv, nicht negativ, sondern einfach so richtig, Mann, wie heißt denn das Wort dafür? Ich komme nicht drauf. Ja, so neutral, so trocken und neutral. Nee, stumpf nicht. Sachlich. Weißt du, so sachlich, trocken und neutral. Du hast einfach diesen Fisch in dieser Zone. Stell dir mal vor, so einer würde auch dabei sein. Aber gut, Otto spricht ja nicht so, ne? Aber stell dir vor, jemand fängt, baut sich so über 3-4 Stunden so einen Speer, holt diesen Fisch und dann GoPro läuft, er holt diesen Fisch. Jeder Zuschauer schon so, oh mein Gott, der hat einen Fisch. Und der Typ so, ich habe jetzt den Fisch aus dem Wasser geholt und werde nun weitere Maßnahmen setzen. Rational, auch starkes Wort, genau, ja. Abgeklärt. Entweder einen Stock oder deine Machete, betäubst den Fisch. Und dann einen Stich setzen zwischen den zwei Brustflossen, den du dann Richtung Kinnspitze ziehst. Da hast du große blutführende Organe verletzt und durchtrennt, sodass der Fisch ausbluten kann. Und wie nehme ich ihn dann aus? Da hinten ist halt die Kloake, quasi der After. Hier wird deine Messerspitze eingeführt, knapp unter die Bauchdecke. Ziehst du den Schnitt nach vorne, dann bis zur Kinnspitze durch. Hineingreifen, von vorne nach hinten die Innereien herausziehen. Am Rückgrat hast du dann... Von vorne nach hinten? Ich erinnere mich immer daran, dass ich das von hinten nach vorne gemacht habe.
von hinten so raus, nach vorne und dann mit dem Daumen so rein, das ein bisschen rausdrehen und rausziehen. Stimmt schon? Lieber von vorne nach hinten? Vorne ist die Blase? Ich weiß gerade nicht. Ich war der Meinung, dass das hinten recht lose ist und vorne stärker festhängt. Kommt auf den Fisch an. Hm. Noch gestocktes Blut, das drückt man dann mit dem Fingernagel heraus. Genau, dieses gestockte Blut, das ist doch das Rückenmark, oder? Was man mit dem Fingernagel da an dieser Wirbelsäule quasi langzieht. Mhm. Und dann ist der Rede zum Zubereiten. Gut, Sascha. So, jetzt. Dein Fischbär, wie baust du Niere, den? Niere. Sorry. Den doch. Also einfach mal in der Mitte, zack. Genau. Der Bambus, wenn dort welcher wächst, wir versteifen sie nicht unbedingt auf den Bambus, hat den Vorteil, dass er halt in Segmenten getrennt ist. Du spaltest dir den in vier Vierteln. Ich werde in der Zwischenzeit dich schon ein bisschen unterstützen, aus Zeitgründen, weil wir brauchen auch zwei Keile, die wir hier hinuntertreiben können, um einfach den Bambus aufzubremsen. Perfekt. Vom Abstand her schaut es schon gut aus und jetzt geht es darum, dass wir es anspitzen. Genau. Schaut schon sehr gut aus, Sascha. Das ist dir gut gelungen. Ja, ja, Teamwork makes the dream work. Ja? Genau, jetzt schauen wir sie nochmal an. Wäre das jetzt kein Bambus? Das Geile ist halt, Bambus ist ultra stabil. Also bei den anderen kann ich mir vorstellen, dass da schnell was bricht, aber Bambus ist schon sehr nice für sowas. Der Vorteil hier vom Bambus natürlich, gell, dass man fast nicht weiter aufreißen kann, weil da eben das Segment ist. Du hast dein. Ja, das reißt tatsächlich im Trockenzustand auch sehr stark über diese Elemente auf. Aber es hat so einen kleinen Punkt, wo das. In einem Fischspeer, du musst jetzt da in dem Bereich so einfach Wicklungen herumgeben, um zu verhindern, dass er weiter aufspringt. Du legst dir eine Schlaufe und fängst jetzt von unten nach oben an, hier herum zu wickeln. Zack. Aber ressourcensparend arbeiten, also genau, nur ist nicht notwendig. Nicht notwendig, nur wenn man mehr als genug Schnur hat. Wenn man mehr als genug hat, kann man das so lösen. Schaut super aus. Tipptopp. Hält bombenfest. Baust du dir jetzt eine behelfsmäßige Route, eine Stipproute, dann braucht die nicht viel länger sein, wie so 2,5 Meter. Die ist recht einfach zum Basteln, da machst du natürlich einfach eine Kerbe. Schaust du nochmal an, den Mastwurf, den wir da gezeigt haben schon. Eine Schlaufe, die zweite Schlaufe, einen Mastwurf raufgeben. Hast du noch genug Schnurbindematerial übrig, empfiehlt es sich, die Schnur einerseits bis zum Ende deiner Angel durchzugeben, in dem Bereich, wo du sie halten wirst. Und genauso lang wie dein Stock ist, lasse die Schnur vorne runterhängen. Das heißt, du brauchst zweimal so viel Schnur, wie dein Stock lang ist. Ja. Sollte jetzt wirklich ein Fisch stark genug sein, die Rute zu brechen, dann hast du die Schnur in der Hand. Stimmt, kann ich mit der Schnur anziehen. Genau, sonst ist er weg. Hast du aber keine Fischerschnur mit, weil du dich dagegen entschieden hast, nur mit Paracord ist wahrscheinlich ratsamer, nur die einfache Länge deiner Angel zu verwenden. Vorne einfach das Ding einen Mastwurf, das schaust du nochmal an. Aber hast halt keinen Angelhaken mit, ne? Ja, Mastwurf müssen wir üben. Ja. Das heißt, so einen drin und das so einen drin. Und diese beiden übereinander legen. Richtig. Richtig. Und diese, die kommt jetzt vor links vor rechts. Und wenn du das jetzt zusammenziehst. Ah ja, perfekt. Ja, ich, also für Leute, die gar keine Knoten gemacht haben, ist das teilweise echt richtige Matsche im Kopf. Ich kann das nachvollziehen. So, wenn man das irgendwie über Jahre lang macht, ist das so völlig normal, diese Knoten zu machen. Aber ja. Das kommende, das gehende Seil in der Mitte der beiden Schlaufen. Dann aufmachen. Genau. Dann müssen wir da vorne den Haken. Genau, das schauen wir uns jetzt an. Du bildest da wieder eine Schlaufe im Bereich vom Boden oder vom Ende vom Haken und fängst jetzt einfach von oben nach unten. Legst du deine Wicklungen runter, deinen kleinen Haken, das schauen wir sich gleich an, den was wir auf der Stipproute montiert haben, genügt es 4, 5, 6 Wicklungen. Ist es so ein größeres Teil wie das, kann man schon 9 Wicklungen herumgeben. Man gibt dann wieder, genauso wie vorher, nachdem man mit den Wicklungen fertig ist, das Teil durch die Schlaufe durch. Das ist jetzt beim großen Haken natürlich einfacher. Zieht es wieder zusammen, siehst du das? Mhm. Und jetzt kommt der Teil, wo man aufpassen muss, dass das nicht über das Plättchen drüber rutscht. Das ist easy cheesy. Wichtig ist, dass du einen Schwimmer in irgendeiner Art und Weise auch vorbereitest. Warum einen Schwimmer? Er erleichtert dir einfach
das Fischen mit dem Schwimmer kannst du bestimmen, wie tief der Köder unter der Wasseroberfläche präsentiert wird. Okay, und was ist da wichtig? Wie tief soll der sein? Da musst du variieren, gell? Der richtige Köder, der richtige Ort und die richtige Zeit bestimmen deinen Fangerfolg. Mhm. Und beim richtigen Ort meine ich auch am gleichen Standpunkt, aber verschiedene Gewässertiefen abfischen. Hier in dem Bereich wird sich das bewähren, das wissen wir aus Erfahrung. Da können wir aber variieren. Einerseits als Tiefenregulierung und Köder halt, auch als ne? Bissanzeiger. Zupft jetzt da was, siehst du, dass sich der bewegt nach unten. Optimales Wirkmittel, um Fische zu neutralisieren. Easy cheesy, so viel zum Militärslang. Der Bambus ist ja hohl, wie wir schon wissen. Dann kannst du das sehr schnell und einfach die Tiefe ändern, indem du den da klemmst. Ah, geil. Na ja, bin fertig. Jetzt mache ich auf, sage, okay, ich will ein bisschen seichter fischen. Gib wieder meinen Pfropfen rein. Ah, cool. Ich will ganz tief fischen. Gib da meinen Pfropfen rein, gell. Du musst nur probieren, ob es auch wirklich klemmt, gell. Und mit nicht volle Kanne klemmen, weil du willst deine Schnur nicht beleidigen. Gell? Mhm. So können wir verschiedene Gewässertiefen abfischen. Wir beobachten dann den Schwimmer, bewegt sich hier bewegt sich was, ziehe ich an. Leicht, nur einen leichten Zupfer, sodass der Fisch gehakt ist, dann an Land bringen. Die Frage ist, ob überhaupt auch nur einer ein Angelset mitnimmt. Ich glaub's nicht. Glaubt ihr, dass überhaupt wer ein Angelset mitnimmt? Ich glaub's nicht. Aber vielleicht, gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass irgendwer Angelzeug, Angelhaken, irgendwas findet, was angespült ist, was sich irgendwo verhakt hat. Und gleich vom Ufer weg. Oftmals freuen sich die Leute, wenn sie den ersten Fisch gefangen haben, überhaupt in einer Überlebenssituation, und versuchen den direkt am Ufer vom Haken zu befreien. Der macht einen, zwei Schlenkler, weil man jetzt das nicht so gewohnt ist, auch dass es sehr glitschig ist. Wisst ihr, was mich krass interessieren würde? Ich weiß nicht, ob er das in dem Video noch macht oder nicht, ich glaube es fast nicht. Aber ich hätte gern mal eine Einschätzung, unabhängig einmal von dem Ausbilder und dem anderen Ausbilder vom Vortag, welche 5 oder 7 oder eine Gegenstände er mitnehmen würde. Das würde ich mal spannend finden. Oder quasi so, welche 7 Gegenstände würden die mitnehmen mit Priorisierung? Das wäre geil. Quasi, ne? Das, wenn sie nur einen Gegenstand mitnehmen würden, der wäre auf der 1. So, bei 2 Gegenständen wäre dann auf die 1 und der 2. Sodass man 7 Gegenstände hat, aber quasi auch eine richtige Prioritätenliste. Das wäre nice. AK-47. Ah, okay, gut. Und ist schon wieder im Wasser drinnen. Mhm. Also sofort mit dem ganzen Gerät weggehen an Land und dort dann erst den Fisch beim eine auf den Kopf geben, stechen. Oder man nimmt den dann mit und probiert ihn irgendwo lebend zu platzieren. Perfekt. Wichtige Infos gewesen. Bis deppert. Ja. Fischer-Crash-Kurs. Du hast schon mal ein Rüstzeug und wir hoffen, dass wir jetzt einen Fisch erwischen werden. Boah, ist krass. Du nimmst du mal mit deine Angel. Nie gemacht. Deinen Fischbär. Da, mein Fischbär, mit dem möchte ich unbedingt was fahren. Den hast du ja super vorbereitet. Jetzt schaffen wir das. Ja, ja. So, Sascha, was wir jetzt für dich vorbereitet haben. Eine Mahlzeit, ha? Sind Honigbienenmaden, hat aber nichts mit Honigbienen zu tun, sondern es sind eigentlich die Maden der Wachsmotte, die parasitär in Honigstöcken leben. Die werden jetzt extra gezüchtet, um als Köder werden die verkauft. Wichtig ist nur, wenn du jetzt aktiv nach Würmern gräbst, darum habe ich dann gern halt die Krabben genommen. Wenn aber keine vorhanden sind, musst du halt in einer Humusschicht nach Würmern graben. Gell? Im Sand ist kein Wurm. Da braucht er Humusschicht. Also zum Thema Würmer suchen und finden würde ich nochmal einen Crashkurs bei Martin machen. Martin hat da wirklich super gute Erfahrungen und kann dir wirklich sagen, worauf es halt ankommt. Beim Thema Wurmfindung. Am Wiesenboden, Waldboden. Mhm. Bevor du graben anfängst, am besten funktioniert es halt nach Regenfällen, weil da die Würmer gerne an die Oberfläche kommen. Und schauen, sind da schon irgendwelche Löcher groß im Boden, dort graben wir nicht. Okay. Bei mir ist jetzt so passiert, ich grabe da und auf einmal kommt eine Tarantula, also eine Spinne vorbei, weil halt ich ihren Bau dort umgegraben habe. Sascha, schön nach Würmern graben! Wie aufgehört zum Würmer suchen und habe mich dann auf die Krabben spezialisiert, weil das ungefährlicher war. Ja. Wenn du auswerfen tust, immer rundherum beobachten, dass du nirgends hängen bleibst. Ja. Dieser Überkopfaufwurf wird selten funktionieren im Dschungel an einem Flussufer. Ja. Und probierst es so weit als möglich hinaus zu werfen. Jetzt braucht er dir ein Bier. Genau. Jetzt braucht er einen Proteinshake. Protein-Shake.
Alter, ich freue mich richtig, wenn ich schon sehe, wie Sascha da so am Ufer hockt. Ja, so nach diesem Anfang, nach dieser Gag, ich brauche jetzt Proteinshake und dann hockt er da am Ufer. Und da vergehen eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, hat gerade nichts zu trinken gefunden, kein Fisch beißt an, dies, das, Sonne kommt, ihm wird heiß, Wetter. Ich habe gerade richtige Vibes, wenn ich ihn hier so sehe, wie er da so am Ufer hockt, so diese Perspektive, diese Mucke, ich bin gerade voll drin. Ich muss sagen, das Fischen, das könnte ich echt den ganzen Tag machen. Also ohne Spaß, das habe ich noch nie so richtig gemacht und hey, das ist super entspannend, super und ja, wenn man da auf der Insel... Und dann kommt das Krokodil, pup! ...Insel ist und man Zeit hat, also ich überlege wirklich, ob ich nicht doch sogar angesetzt mitnehme. Oh gut, jetzt fischen wir mal wieder weiter. Oh, oh, oh! Gib an. Zieh! Ja! Und sofort immer an Land gehen, gell? Ja! Krass! Geil! Oh, guckt euch dieses Gesicht an. Ja, cool, dass er auf jeden Fall im Training Fisch gefangen hat. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Köder natürlich auch ordentlich dazu beigetragen hat. Die haben ja gezüchtete Angelköder genommen. Aber da habt ihr auch bei mir gesehen, bei mir hat es ja auch funktioniert mit gesammelten Ködern. Ja! Mein erster Fisch! Musst du noch mal angreifen, bevor wir zurücksetzen? Nicht unbedingt. Buddy, Joge, sicher. Das wäre jetzt die ideale Größe, um den einfach als Köderfisch zu verwenden. Oder, wenn es schon trabig ist, kannst du natürlich mehrere von den fangen, kann man genauso essen. Natürlich setzen wir den jetzt zurück. In der Kasse. So, da haben wir wieder eine. Tschüss, Buddy. Petri heil. Dankeschön. Jawohl. Echt ein Fisch, der Fisch. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir weiter zum nächsten Abenteuer mit dem Speerfischen. Jawohl. Ich fahre jetzt einmal zum Üben eine Gummiforelle, um einmal das Hand-Auge-Koordination zu üben, wie du den Fisch da jetzt landen kannst. Vielleicht zum Sehen, da ist drin. Ja, aber das, aufspießen. Das Annähern wird schwierig sein. Wenn funktioniert das nur von hinten. Augen stehen seitlich, die haben ein irrsinnig großes Sichtfeld. Und natürlich alles, was von irgendwann gefressen wird, reagiert natürlich auf Bewegungen. Die Lichtbrechung. Wie dieser Gummifisch da einfach so liegt. Wie schon witzig. Ist halt so, dass der Fisch halt nicht dort genau steht, was du glaubst. Würdest du seitlich auf den draufstechen, sticht man in der Regel drüber, weil der Fisch eigentlich unterhalb steht. Die Lichtbrechung ist eben so ein Winkel. Sperrst du aber von hinten und du visierst die Mitte des Körpers an, dann funktioniert das mit der Lichtbrechung in der Regel. Okay? Jetzt hast du Glück und hast dich so weit angenähert. Boah, so weit muss es erstmal kommen. Dann auch so ein Riesenfisch, der dann auch in einem Bereich ist, wo er nicht weg kann. So, das ist schon Laborbedingung. Aber ja, zum Trainieren ist ja gut. Lass deinen Killinstinkt freien Lauf und schlägst zu. Ja. Druck aufrechterhalten, ganz wichtig. Miteinander rausgehen. Genau, weg vom Ufer, so dass er nicht mehr entkommen kann. Tatsächlich aufgespießt. Genau, der Bambus ist sehr hart. Krass, jetzt funktioniert. Ja, Bambus ist krass dafür. So viele andere würden auch abbrechen. Ja, das war daneben gewesen. Genau, das ist gar nicht so leicht. Ah, genau. Du hast ihn wieder volle Kanne penetriert. Okay, dann jetzt zum echten Fisch. Jetzt gehen wir zum echten Fisch. Echt? Niemals. So, jetzt haben wir die Forellen, die 6, da ein bisschen aufgescheucht. Die ist da hochgeschwommen. Ey, da sind wirklich welche drin. Jetzt haben wir einen Stor draufgelegt, damit der Kanal natürlich zu ist. Jetzt ist da im seichten Gewässer die Forelle, da ist drin. Und ja, jetzt ist ein... Hey, krass, jetzt wirklich jetzt ein Fisch drin. Okay, okay. Ich weiß, kann ich das auf Twitch zeigen, wenn der jetzt da denn sicher vorher reingelegt? Ja, weiß ich auch nicht, ob sie die vorher... Natürlich leicht. Ich schalte mal kurz um. Ich weiß gerade nicht, ob ich das jetzt. Passiert nichts, schon gesehen, sieht man auch nichts. Okay, okay, gut. Dann ich vertraue euch jetzt. Das müsst ihr wissen. Kanal immer ging an Strom drum bauen. Mal schauen, was dann auf der Insel läuft. Aber so wäre das Konzept. Krass. Aber mit so einem Speer einfach die vierfache Chance, dass man es erwischt, weil du kannst es viermal aufspießen, ne? Muss man sagen, wie es ist. Und natürlich auch noch fangen. Also eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit nur viel höher, wie wenn wir nur einen Spitz haben. Von dem her, super System. Auf alle Fälle wieder richtig interessant gewesen. Und ja, wahrscheinlich werden wir dann auch mal sowas bauen. Wir haben da jetzt was vorbereitet. Eine Möglichkeit von vielen wie. Oh, was ist das jetzt geil? Ich muss sagen, dieses Training und diese Videos feiere ich mega. Da ist so viel Input drin. Jetzt wieder der andere Ausbilder hier. Erkennt man direkt an einer anderen Gesichtsbedeckung und an der
Machetenhalterung hier. Sieht für mich nach Shelter inklusive Wassergewinnung aus. Wie ich Regenwasser aufsammeln kann. Geil. Das in Trinkwasser umzuwandeln. Wir haben da zwei Astgabeln in die Erde gesteckt, hinten also einen Querbalken und dann einfach nur dünne Äste noch vorgelegt. Da unten ein bisschen einen dickeren Rundling, damit ich eine Distanz zum Boden habe. Ich feiere das auch irgendwie so hart, wie er einfach diese Machete hier mit so einem Gurtding einfach so umhat, ne? Ich weiß nicht warum, finde ich übergeil. Und dann von unten beginnend. Blätter nach oben legen. Ja, ich habe da jetzt den Blätter vom Beinwell verwendet, weil die für unsere Gefilde relativ groß sind. Im Dschungel nimmst du Bananenblätter. Naja, da bin ich mal gespannt, ob wir Bananenblätter im Dschungel haben. Ich glaube es nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir Bambus haben. Vielleicht wird Bambus angespült oder so, mit viel Glück. Ja, die sind von der Form ähnlich, nur viel größer. Da reicht, wenn du die ganzen Bananenblätter schön in der Länge nach hinlegst. Unten am Ende deines Daches. Einfach eine Plastikflasche oben aufgeschnitten und du lässt die Enden der Blätter in diese Flaschen hineinlaufen. Und das Regenwasser kommt vom Himmel und fließt dann entlang deines Daches. Perfekt. In die Flasche. Was kann ich noch verwenden? Bambuswissig, oder? Genau, wenn du jetzt keinen Kunststoffflaschen findest, dann kannst du wieder, wenn du Bambus zur Verfügung hast, den mit der Machete bearbeiten, dass du eine Öffnung kriegst. Das mache ich da herüben genauso und lege dann anstatt der Kunststoffflaschen einfach das Bambusrohr hin und sammle hier drinnen mein Trinkwasser. Ja. Perfekt. Stimmt, das geht. Oh je. Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Keine Angst, wir werden das jetzt demonstrieren. Bin mir noch nicht so sicher. Okay, okay, wir gucken mal. Ah, perfekt. Da überall kriegen wir es rein. Sehr schön. Schau, du wirst viel für solche Sachen. Warte, das müssen wir uns noch mal im Detail angucken. Bin mir noch nicht so sicher. Ich glaube, es ist echt wichtig, dass diese Spitzen in der Flasche drin hängen. Weil zum Beispiel hier ist eine Spitze außerhalb und auch hier läuft es auf den Stamm und dann runter. Also vieles oder ein größer Teil davon läuft gar nicht in die Flasche rein. Du musst das, glaube ich, echt so bauen, dass das noch ein Stück, dass du gar nicht mehr diesen Stamm hier siehst. Vielleicht kann man die dann auch eher abschneiden, sodass dieses komplette Dach, dieses Ende vom Dach, richtig in die Flasche reingeht. Komplett. Weil guckt mal, wie viel hier auf dem Stamm landet und dann daneben geht. Hier geht was, die Spitze, da geht das rein. Hier, auch hier. Aber hier läuft auch viel drüber hinweg. Also ich glaube, kann man noch ein bisschen improvisieren. Dass das quasi richtig geil reingeht, komplett. Wobei kriegen wir es rein. Sehr schön. Schau, du wirst viel, viel solche Sachen finden. Ja? Ja. Und mit denen, die kannst du ganz leicht ernten. So ist auch diese Palme zum Beispiel. Eine Palme, die wächst ganz eng zusammen und geht dann so auseinander. Und die werden dann immer größer, 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 diese Palmenblätter. Und in der Mitte sind aber die am Anfang immer noch geschlossen. Ja? Und da drinnen hast du dieses sogenannte Palmenherz. Zuerst die Palme fällen, rundherum freischlagen, das Palmenherz kann man pro essen. Ja, aber dafür brauchst du eine spezielle Palmenart. Eine normale Palme kannst du ja nicht fällen und da ist ein Palmenherz drin. Also eine Kokosnusspalme hat auch kein Palmenherz, oder? Im Zentrum, genau wo diese Grünen rauskommen, ist da unten das Palmenherz. Dora, so. Mit diesen Blättern. Da werdet ihr auch noch einen Teil in der Peru-Serie sehen zum Thema Palmenherzen und sowas. Dann kannst du tolle Geflechte machen. Ah ja. Tun wir wieder unten durch, oben drüber, unten durch, oben drüber. Ah, das ist ein super Tipp. Da gehst dann immer ganz. Aber kann ich mir so einen Regenschutz abbauen? Ja, klar. Oder ist das eher. Da tropft es durch, oder? Das geht durch. Außer ich mach's halt, ja, überlappend. Aber gut, dann kann ich. Ja, du kannst ja daraus Art Schindeln bauen und die dann mehrfach überlappen. Bleib da an den Blättern nicht mehr. Genau, aber du kannst was abstellen damit. Du kannst da ein bisschen einen Windschutz bauen mit den Sachen. Natürlich, wenn du ganz viele solche Elemente baust und die dann überlappend wie Dachziegeln auflegst, hast du ebenfalls einen Witterungsschutz. Du brauchst nicht mehr dann übereinander. Ja. Wir bauen also Sachen, zum Beispiel im Dschungel, behelfsmäßige Rucksäcke, wo man Sachen transportieren kann. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Was man auch super geil als Transportmittel nehmen kann, wissen tatsächlich die wenigsten, ist Moskitonetz.
Ihr sagt's. Ja. Mann, für dich sitzt gar nicht durch, kannst du da schön Schnackerl machen. Ja, super Idee. Das waren jetzt, glaube ich, jede Menge Tipps und Tricks ohne Ende. Das muss ich jetzt erstmal alles verarbeiten. Boah, wir werden das wieder auf alle Fälle auch sicher öfter einziehen. Du befindest dich noch immer auf dieser verwunschenen Insel. Der einzige Weg von hier aufs Festland ist diese Richtung. Ja, es gibt keinen anderen Weg. Mein Vorschlag, du gehst vor, weil dieses Gebiet ist schlangenverseucht, Krokodilverseucht. Ja. Und mir ist lieber, du gehst vor und ich hinter dir nach. Ja, fix. Okay, also. Man muss von der Insel also, wie gesagt, wieder entkommen. War klar, dass es nicht trocken endet, wenn es nass anfängt. Hört auch nass wieder auf, wie scheint. In diesem Sinne, eine mit uns, oder? No fucking excuses. Irgendein witziger Spruch wäre jetzt, glaube ich, noch ganz gut. Fällt mir aber keiner ein. Geil! Riechst du das? Riecht richtig gut. Und unten die ganzen Wurzeln durchreißen, die Füße immer richtig aufheben. Oh, fuck! Ah, geil, der Ausbilder geht mit. Diese epische Mucke, als würde da gerade sonst was passieren. Er trabt einfach durch so einen Tümpel durch im Hintergrund, so Herr der Ringe mäßig. Ab Brusttiefe ist mit schwimmartigen Bewegungen zu reagieren. Fuck! So. Asti da! Fuck off! So, aus. Boah, ich stink so richtig. Riechst du das? Ey, ich stink richtig. Man stinkt richtig. Jetzt haben wir es geschafft. Die Rettung ist da. Jetzt geht's da mit dem, was ist Quad ATV? Genau, All-Terrain-Vehikel. Geht's jetzt dann Gott sei Dank wieder ab ins sichere Gebiet, würde ich sagen. Vielen Dank, dass ich da sein habe dürfen. Es war mir eine Ehre. Danke, ich habe richtig viel gelernt. Das ist super gemacht. Ich wollte gerade was sagen, aber... Legendär, Dankeschön. Ah, hier. Vielen, vielen Dank. Wir haben richtig viel durchgemacht, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ey, mega. Ich hoffe, ihr habt viel lernen können. Und ja, wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne den Kanal. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und in diesem Sinne, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Haut rein und zieht auf alle Fälle immer schöne Workouts durch. Peace. Ey, geil, ohne Scheiß. Mega, mega geiles Video. Auch geile Location, wo die da waren, ne? Also da an diesem See, am Anfang raus, dann im Wald, ein paar Freiflächen, dies, das, hier so ein Tümpel. Ah, ich liebe das, ne? Wenn ich dann noch diese ganzen Klamotten hier sehe und dann noch die Machete und so. Ah, geil. Hat mir richtig, richtig gut gefallen, ey. Schaut auf jeden Fall gerne bei Sascha vorbei. Ich bin sehr gespannt, wie er sich schlagen wird. Ich bin sehr gespannt, was er aus dem Training alles mitnehmen und dort anwenden wird. Fett, Alter. Richtig, richtig geil.